Geschockt natürlich. Wir hatten alle gehofft, dass es nicht diese komplette Schließung geben wird. Gastro und Kultur, das war schon ein dicker Brocken für uns. Geahnt oder befürchtet hatten wir schon Maßnahmen. Wer die Zahlen täglich verfolgt, von der Kreisverwaltung oder von der Stadtspitze, wir sind ja immer informiert und aktuell, dem war schon klar, es wird was passieren. Aber dass es jetzt diese komplette Schließung geben wird, das hatten wir bis zum Schluss gehofft, dass wir mit einem bewährten und guten Konzept weitermachen dürfen. Die Hoffnung wurde uns dann doch genommen, ja. Das war sehr schade für uns, zumal wir uns ja auch alle wirklich Gedanken machen, wie sicher können wir eine Veranstaltung fahren, dass die Leute sich wohl und gut bei uns fühlen. Aber wir dürfen es nicht weiterhin beweisen. Momentan ist der Vorhang wieder zu. Wir hatten ja für den Sommer unsere Sommerlounge geplant. Das hat ja Wochen gedauert, bis das Konzept stand. Wir haben Stühle gekauft, Tische gekauft, wir haben alles getan. Wir sind ja Gott sei Dank pünktlich zur besten Sommerzeit, schönstem Wetter, mit den Umbaumaßnahmen fertig geworden. Das heißt, ein schöner Platz ist entstanden am Busbahnhof hinter dem CCR. Und das war unser großes Glück. Wir konnten diesen Platz nutzen und das ist uns sehr erfolgreich gelungen. Unser Publikum hat das dankbar angenommen. Die hatten einfach wieder Spaß. Die haben sich gefreut, dass sie sicher und auch gut unterhalten werden. Das war ganz wichtig. Jeder ist an den Tischen bedient worden. Es wurden die Maskenpflicht eingehalten beim Betreten vom Gebäude. Die Künstler haben die Leute auch aufgefordert, dass sie schön auf ihren Plätzen bleiben, dass das alles gesittet und nach Vorschrift läuft. Und das hat bestens funktioniert. Wir werden dieses Konzept der Sommerlounge auch ins nächste Jahr mit rübernehmen. Auch wenn es kein Corona mehr geben wird, hoffen wir wohl alle. Aber dieses Ambiente, dieses gemütliche Zusammensitzen, das hat sich sehr bewährt und das werden wir in jedem Fall fortführen. Wird aber auch wieder Sommernächte geben. Also für die, die das Thema lieber bedienen, wir werden beides machen und haben uns dann gedacht, dann nehmen wir das bewährte Konzept mit rein ins Haus. Aus der Sommerlounge wird eine Herbstlounge. Wir haben in unserem großen Saal die Tische wieder so arrangiert, dass Paare sitzen, dass die Leute, die zusammengehören, zusammensitzen. Wir haben ja den Vorteil, wir haben auch in der Sommerlounge Tickets verkauft. Genau in dem Fall haben wir die Möglichkeit, dass ich weiß, hier kommt jetzt der Stefan Schröder, der hat dieses Ticket und sitzt an Platz Nummer 4. Wir können das nachvollziehen, wir können das rückverfolgen, wir können das kontrollieren. Die Leute tragen sich noch einmal am Tisch namentlich ein. Diese Blätter werden dann eingesammelt, archiviert, alles wie es sich gehört. Dann haben wir noch den Vorteil im Haus, wir sind klimatisiert und wir haben eine sehr gute Filteranlage. Auch wiederum Bedienung am Tisch, Künstler weit genug entfernt, Abstand ist eingehalten, Masken bis zum Platz, überall Hygienespender. Personal ausreichend, also wir hätten gerne in dieser Form weitergemacht. Hätte uns gut getan und unserem Publikum wohl auch. Ja, eigentlich sind wir seit Corona nur noch am Umplanen, am Disponieren, Termine verschieben, Verträge neu machen, mit den Künstlern, mit den Agenturen reden, Ersatztermine finden. Das ist eine Sisyphus-Aufgabe, unglaublich und unvorstellbar. Viele haben beim ersten Lockdown so nach dem Motto gefragt, was macht denn ihr jetzt eigentlich? Arbeitslos? Nee, im Gegenteil. Wir waren nur noch wirklich am Planen. Wir haben ja zum Verständnis das Jahr 2021 schon als Spielzeit
als Saison geplant. Das heißt, das sind ja Termine auch schon fest belegt. Nun müssen wir 2020 ins Jahr 2021 noch reinbringen. Das heißt, auch dieses Jahr hat trotz Corona nur 365 Tage. Irgendwo stehen wir jetzt fast mit dem Rücken an der Wand, was Wochen oder Tage anbelangt. Irgendwann ist der Kalender prall gefüllt. Aber wir wollen die Perspektive geben, dass er dann eine Veranstaltung, die dieses Jahr nicht stattfinden kann, im nächsten Jahr nachholen darf und kann. Die brauchen ja auch diese Perspektive. Deshalb bleiben unsere Tickets auch gültig. Wer natürlich sagt, ist mir alles zu riskant oder momentan bin ich nicht in der Lage, auf diesen Betrag zu verzichten, der kann jederzeit, kriegt er sein Geld bei uns zurück. Ja. Und ansonsten versuchen wir wirklich, so Gott will, im nächsten Jahr wieder durchzustarten, statt in Schockstarre zu verbleiben. Also wir probieren das in jedem Fall, auch für die Künstler. Es sind ja nicht nur die Künstler, es sind ja ganze Branchen, die Messe, der Messebau, die Technik, Lichttechnik, die sind ja alle arbeitslos. Und auch die warten nur darauf, dass wir sagen, wir dürfen wieder, wir machen wieder was. Kommt zurück. Das ist unsere große Hoffnung. Momentan füllen wir die Ausfälle natürlich bei uns im Haus mit Tagungen, Sitzungen. Das ist das Einzige, was uns jetzt in Anführungszeichen, was wir machen können, weil kaum einer hat diese Größe von einem Saal für eine Tagung mit, ich sag jetzt mal, maximal 60 Teilnehmern, weil das gibt auch bei uns nicht mehr her. Die sitzen parlamentarisch, das heißt, jeder hat seinen eigenen Tisch, ist im Abstand zum Nachbar, zum nächsten Tisch, aber immerhin ist es möglich. Ne? Das ist also was, zum Beispiel Kreistagssitzungen oder so, das sind Sitzungen, die bei uns stattfinden, durchaus auch Stadtratssitzungen, weil auch im Rathaus kein Raum oder kein Ratssaal groß genug ist, um die Teilnehmer sicher zu platzieren. Also das findet bei uns statt. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir im Januar auch eine Corona-gerechte Prunksitzung vielleicht dann in drei Teilen hätten machen können mit den Bruchkatzen, aber es ist leider nicht möglich. Und die Absage kam ja schon relativ früh. Damals dachten wir alle noch, oh, sehr früh, aber gut, inzwischen zeigt sich, selbst wenn man es geplant hätte, müssten wir es jetzt aus dem Kalender streichen. Leider, aber es ist so. Da können wir jetzt nichts tun und hoffen, wie nach jedem Satz, dass es irgendwann wieder besser wird. Meiner Meinung nach müssen Gastronomie und Kultur finanziell so gefördert werden, dass sie nach dem Coronavirus wieder wie vor der Pandemie einsteigen können, dass man ihnen diese Chance gibt. Auch wir haben Fördermittel beantragt, sowohl für das Restaurant als auch für unsere Kulturstätte. Das ist ein kleiner Lichtblick, aber wenn man richtig liest in den Tageszeitungen, dann sollte es auch so sein, dass diese Mittel schnellstmöglich zur Verfügung stehen. Das hilft über diesen schweren November natürlich mit Sicherheit hinweg. Dezember hoffen wir alle, ich denke, da rede ich im Namen aller Gastronomen, dass wir wieder öffnen dürfen, dass die Leute zumindest das Weihnachtsgeschäft nicht komplett verlieren. Es wird keine Weihnachtsfeiern in dem Sinne geben, aber es hat ja bisher ganz gut funktioniert und das wünschen wir uns natürlich weiterhin. Ansonsten kann man online jeden Gutschein erwerben, sei es für die Gastronomie, für Veranstaltungen. Das ist ein ganz bequemer Weg, auch wem dieses Medium fremd ist oder der sagt, ich habe keinen Computer, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Einfach mit uns telefonieren, wir sind da, wir schicken es gerne per Post. Das Service Center ist geöffnet. Wenn Sie ein Problem haben, wenn Sie egal was wissen möchten, wie geht was weiter, kommen Sie einfach vorbei. Wir sind da, wir hören Ihnen zu.
Ich habe auch immer so ein wenig Angst, dass jetzt in dieser dunklen Jahreszeit viele Menschen sehr einsam sind. Also wir dürfen den sozialen Kontakt nicht vollständig verlieren. Das ist ganz wichtig. Und da sind wir gerne bereit, mit unseren Kunden, mit Gästen, egal wie, in einem Chat, in einem Telefonat, in einem persönlichen Gespräch, sind wir immer für Sie da. Und wir würden uns freuen, wenn Sie das Angebot annehmen würden. Vielen Dank.